der Kunde, mit dem wir jetzt hier die Gülle ausbringen, ist eine große Biogasanlage und der arbeitet jetzt die Gülle oder das Substrat quasi direkt hinter uns ein. Was auch mega gut ist, weil je kürzer die Verweildauer ist der Gülle auf der Fläche, desto weniger Stickstoff geht in die Luft, also in die Atmosphäre. Und das ist ja gerade das Ziel der Sache, dass wir alles möglichst im Boden reinkriegen und ja, so wenig Verdunstung haben wie möglich. Wir sind hier im östlichen Hügelland, also es ist relativ anspruchsvoll von den Bedingungen her, wegen Schräg und Berge und so. Offiziell ist es sogar nur erlaubt, dass eine Verweildauer von einer Stunde erlaubt ist für das Substrat. Also innerhalb von einer Stunde muss es eingearbeitet werden. Und der Kunde ist jetzt hier, glaube ich, mit einem 400er John Deere am Grubbern direkt hinter uns her. Und das ist genauso, wie es sein soll, genau wie im Bilderbuch quasi. Wir haben jetzt hier einen Vierachser mit 36 Kubik Fassungsvermögen und das ist mit einer der größten Wagen, die es gibt in Deutschland, wenn nicht sogar der größte, das weiß ich gar nicht so genau, aber ist schon was Besonderes, dieses Fass. Wir wiegen 40 Tonnen leer, deswegen fahren wir halt auch mit Zubringern, weil wir voll gar nicht auf der Straße fahren dürften. Der Vorteil von dem Vierachser im Gegensatz zum Dreiachser ist halt, es ist bodenschonender, weil wir die Last quasi natürlich besser verteilen auf die vier Achsen. Hast du eine bessere Bodenanpassung, genau. Das ist der Grund wegen den vier Achsen eigentlich. Das ist jetzt quasi der Kubikzähler. Also hier können wir einmal sehen, wie viel Menge wir insgesamt heute schon ausgebracht haben. Da sind wir jetzt bei 154. Genau, hier haben wir quasi so eine Grundmaske, also wenn man hier das Hauptstartbildschirm von Kaviko, also von meinem Güllewagen, das läuft jetzt über Isobus. Früher bei den alten Wagen hatten wir hier immer noch ein externes Terminal. Das ist jetzt verschwunden. Durch die neue Technik mit FenOne und so können wir das jetzt auch alles hier rüber steuern. Hier oben sehe ich mein GPS, wo ich schon gefahren habe. Also was markiert ist, dunkel, ist quasi begüllt. Was hell ist, muss noch Gülle haben. Und genau, hier unten kann man so, wenn man auf Informationen geht als Beispiel, sehen, wie viele Kubikmeter ich heute schon ausgebracht habe. Da sind wir jetzt bei 162 Kubik. Ja, wie viel Fläche, wie viel Hektar. Das macht schon vieles einfacher in der heutigen Zeit mit dieser neuen, modernen Technik. Ist entspannter geworden für den Fahrer. Früher hatte man hier einen Block und einen Zettel und hat Strichliste geführt. Das ist heute alles nicht mehr so. Jetzt fange ich quasi an mit dem Vorgewende. Also Vorgewende heißt außenrum um die Fläche. Bin jetzt im Stück fertig, wie man hier auch sehen kann. Auf dem GPS ist die Fläche bearbeitet und es fehlt nur noch das Vorgewende. Außenrum ist immer ein bisschen schwieriger für mich, weil ich natürlich alles im Blick haben muss, dass ich nicht mit dem Gestängel in den Knick komme und überall Gülle trotzdem hinbekomme. Deswegen muss ich mich außenrum immer ein bisschen konzentrieren. Genau, da bleibt man gleich stehen, Leute. Genau, jetzt habe ich dem Zubringer quasi gesagt, den ich ja eben vor mir lang geschickt habe, dass er stehen bleiben soll, weil ich jetzt sehe, dass ich nur noch 8-9 Kubik drin habe. Und das bedeutet für mich halt, dass ich weiß, ich kriege ihn gleich wieder reingesaugt, also den nächsten Zubringer quasi. Und das ist auch ein Vorteil dieses Fass. Ich sag mal, wenn man 36 Kubik Fassungsvermögen hat und die Zubringer bringen einem 26 Kubik, dann kriegt man halt spielender die Zubringer unterhalten. Also man kriegt immer Zubringer reingesaugt, quasi, wenn man noch 8 Kubik drin hat. Das können andere natürlich nicht, wo das Fass kleiner ist. Die müssen halt immer so lange fahren, bis das Fass wirklich komplett leer ist. Das sind so die Vorteile von der Vierachstonne. Wir haben jetzt seit diesem Jahr einen Front-Unlock-Arm bekommen hier an die Vierachstonne. Vorher hatten wir nur den Kramarm quasi obendrauf.
der Vorteil von dem Front-Unlock-Arm ist halt, dass man ganz entspannt auch mal über so einen Knick oder so rüberlangen kann oder über einen Graben und dementsprechend viel flexibler ist beim Absaugen. Und es geht auch noch einen Tick zügiger, also die Gülle kommt schneller rein. Und für mich ist es halt wesentlich einfacher, weil ich nicht so viel nachdenken muss, wo ich mit dem Kranarm hinkomme und wo nicht. Und mit dem Front-Unlock-Arm kam ich halt immer flexibler an die Jungs rangefahren. Das macht schon vieles einfacher. Genau, jetzt ist quasi der Zubringer auf mich zugekommen, dreht kurz vor mir weg, fährt so ein bisschen schräg raus. Und dann sage ich über Funk zu ihm Stopp, weil er stehen bleiben soll. Weil ich ja genau oben mit dem Arm quasi diese Tülle treffen muss. Das braucht auch ein bisschen Erfahrung. Kommt aber mit der Zeit, dass man das halt ganz einfach raus hat, wie man ranfährt vom Winkel her. Und wichtig ist immer, dass man zusammenarbeitet und miteinander schnackt. Dafür haben wir halt auch die Funkgeräte, dass wir kommunizieren können. Und jetzt sauge ich quasi die Gülle, die der Zubringer aus der Anlage geholt hat, aus der Biogasanlage. Sauge ich mir jetzt rein über diesen Front-Unlock-Arm. Das geht einmal oben rüber übers Dach in den Wagen. Genau, und dann fährt der Zubringer quasi wieder weg und ich kann weiter güllen. Also hier sehen wir jetzt quasi den Füllstand von dem Fass, also von meinem Güllewagen. Der steigt jetzt ja quasi an. Hier unten sehen wir die Umdrehung der Pumpe und hier die Liter, also Kubik die Minute, die wir uns jetzt quasi reinsaugen aus dem Zubringer. In der Vergangenheit ist es halt immer wichtiger geworden, der Umgang mit der Gülle, dass wir wirklich genau die Gülle ausbringen und wirklich perfekt dosiert und genau arbeiten. Dadurch, dass die Gülle einfach so einen hohen Stellenwert bekommen hat, dadurch, dass der Kunstdünger durch die steigenden Energiekosten immer teurer wird, das ist wirklich sehr, sehr wichtig, mit der Gülle vernünftig umzugehen und auch exakt die Gülle auszubringen. Und dadurch braucht man halt schlagkräftige und vernünftige Technik, die präzisionsgenau arbeitet. Den Wagen, den wir jetzt hier fahren, quasi den Vierachser, das ist meiner Meinung nach so viel, ich weiß sogar ein Unikat, also den gibt es nur einmal, der ist einmal so gebaut worden für Yogi Blunk. Und das ist natürlich schon ein extremer Hingucker, weil ja, also so einen großen Vierachser gibt's, sieht man halt nicht oft und dadurch wird man mega oft auch tatsächlich auf Instagram verlinkt und die ganzen Hobbyfotografen und so kommen vorbei und wollen diese dicke Tonne fotografieren. Also für mich ist es mittlerweile normal, aber für viele andere Leute ist es schon wirklich was Besonderes. Und natürlich für mich in dem dementsprechend auch was Besonderes, dass ich so eine Verantwortung bekomme und so einen ja, Wagen bedienen darf.